Hallo liebe Leute, heute gibt es die Rezension zu einer Kurzgeschichtensammlung und die heißt Flug und Angst, wurde herausgegeben von Beth Vincent und Stephen King. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, würde Stephen King die nicht mit herausgegeben haben, wäre sie vielleicht nicht ganz so bekannt. Beth Vincent ist selber ein Horrorautor. Ich habe eine Geschichte von ihm bisher gelesen, genau eine Kurzgeschichte, die mich sehr beeindruckt hat, über einen Hautwechsler. Das war in folgendem Buch, ich blende es hier unten ein, habe ich diese Geschichte gelesen. Seitdem habe ich mir den Namen gemerkt. Ich habe noch nichts anderes von Beth Vincent auf Deutsch gesehen, von Stephen King schon, gibt es ein bisschen mehr auf Deutsch. Und die beiden haben sich wohl irgendwo mal am Flughafen getroffen und sind auf die Idee gekommen, eine Kurzgeschichtensammlung herauszugeben mit Geschichten, die alle mit Fliegen und Flugzeugen zu tun haben. Stephen King selbst hatte oder hat, so ganz habe ich, weiß es nicht mehr, selbst Flugangst und sagt, das Runterkommen ist bei diesen Flugzeugen kein Problem, man kommt immer irgendwie runter, die Frage ist nur wie und in einem Stück. Und bei vielen Menschen, die Flugangst haben, ist es genau das, was Stephen King im Vorwort auch schreibt, der Verlust von Kontrolle oder eben nicht die Möglichkeit zu haben, sich selber aus Situationen heraus zu manövrieren. Man ist den Piloten und den Fähigkeiten der Piloten eben ausgeliefert. Und das nimmt Kontrolle und wenn man keine Kontrolle hat, dann führt das manchmal eben zu Angst. Man kann eine Situation nicht eigenmächtig und aus eigener Kraft heraus lösen. Man ist auf andere angewiesen. Ja, und dann haben die beiden sich wohl irgendwo am Flughafen getroffen und gesagt, wir machen mal hier eine Sammlung und haben hier ein paar Geschichten zusammengetragen. Jüngere und ältere, also es gibt hier auch Geschichten von Arthur Conan Doyle und Ambrose Bierce, die ein bisschen älter, zum Beispiel, die ein bisschen älter sind. Aber es sind auch moderne Geschichten, aber unter anderem von Dan Simmons, natürlich von Stephen King und Beth Vincent selbst, von E. Michael Lewis, von Joe Hill. Ist auch ganz gut, dass der da, wie kommt er bloß in diese Sammlung rein? Ray Bradbury und anderen. Es sind fast alles wirklich fantastische Geschichten. Horror ist gar nicht so unbedingt viel dabei. Es sind unterschiedliche Geschichten. Es geht um Zeitlöcher. Es geht um Maschinen, die kurz vor dem Absturz zu stehen scheinen. Es geht um Zombies im Flugzeug und um alles mögliche andere. Das Schöne an dieser Sammlung ist, und ich muss sagen, das mag ich an Kurzgeschichten, dass sie eine Leitlinie haben, einen roten Faden und sich an dem entlanghangeln. Ich finde, diese einfach so zusammengewürfelten Kurzgeschichten ohne irgendwas, die finde ich manchmal so ein bisschen beliebig. Und hier sind halt alle irgendwie im Flugzeug oder manchmal auch außerhalb des Flugzeuges. Also es gibt eine Geschichte, die fand ich sehr schön. Da ist ein Mann, der eh schon so ein bisschen nervös ist, sitzt im Flugzeug und sieht irgendwann draußen während des Fluges auf der Tragfläche einen Kobold sitzen. Das fand ich eine sehr interessante Geschichte. Die Zombies, die sich im Flugzeug ausbreiten, sowas mag ich auch. Das ist jetzt nicht unbedingt das Allerneueste, finde ich aber ganz interessant. Oder was Turbulenzen so anrichten können und auch solche Geschichten von Flugzeugen, die verschwinden und so weiter und so fort. Es ist eine schöne Sammlung. Es sind nicht alles großartige Geschichten, muss man sagen. Gerade die alten von Conan Doyle und Ambrose Bierce. Man muss diesen Stil mögen. Ich finde das eine gute Idee, alte und unmoderne Geschichten auch in so eine Sammlung mit reinzunehmen. Aber man muss, glaube ich, wissen, dass nicht jeder Leser, wenn er sich so eine Anthologie kauft, damit rechnet und vielleicht auch dann nicht in der Stimmung ist. Also bei mir ist das eine Sache von Stimmung. Ob ich so alte Geschichten gerne lese, dann lasse ich mich da auch wirklich drauf ein. Die Geschichte von Ambrose Bierce zum Beispiel ist natürlich super interessant, weil Fliegen und Flugzeuge da was völlig anderes waren und auch der Luftraum noch nicht so gut entdeckt war. Ich fand die Geschichte sehr interessant. Sie handelt nämlich auch so ein bisschen mit davon, was man von so einem Flugzeug aus eventuell sehen kann, wenn man in Höhen kommt, wo man als normaler Mensch eben nicht hinkommt. Und es ist ein bisschen krude, ein bisschen wirr, aber gerade sowas mag ich. Also das ist eine Geschichte, da geht es um Wesen, die eben in bestimmten Luftschichten leben. Und ich habe die so in Form von so einem Bericht oder Tagebuch niedergeschrieben und beginnt eben damit, dass irgendwo in einem Waldstück verstreut die Überreste eines Flugzeuges liegen. Also es sind abwechslungsreiche Geschichten, es sind sehr unterschiedliche Geschichten, moderne und ältere. Und ich finde, es ist eine ganz schöne Sammlung. Ich stelle mir ja manchmal die Frage, wenn da jetzt nicht Stephen King draufstehen würde und auch keine Geschichte von Stephen King oder von Joe Hill oder sowas drin wäre, ob so eine Anthologie dann überhaupt bekannt werden würde. Ich kann es schwer beurteilen, aber ich glaube mal nicht. Also der Name zieht einfach. Ist eigentlich schade. Also ich habe in letzter Zeit dann doch häufiger mal Anthologien gelesen.
war früher nie ein Fan davon, weil, wie ich eben sagte, mir die manchmal zu beliebig aneinandergereiht sind. Aber ich finde, irgendwie tut sich was auf diesem Anthologiemarkt. Irgendwie werden die vielleicht besser oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht bin es auch ich. Keine Ahnung. Also die habe ich auf jeden Fall gerne gelesen und habe mich sehr gefreut. Die Geschichte von Stephen King ist in diesem Buch nicht unbedingt die allerbeste, gehört aber für mich zu einer guten, zu den guten, besseren Kurzgeschichten von Stephen King. Auch die von Joe Hill ist sehr schön. Ja, ich wünsche jedem, der Anthologien mag und auch Flugangst hat oder vielleicht besser doch keine Flugangst hat, viel Spaß mit der Kurzgeschichtensammlung. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.